So, den ganzen Kram verarbeitet. Wie man sieht, es war mehr als es dann doch aussah. Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich war eben gerade am Briefkasten, hab total vergessen aufzunehmen. Aber ich habe auch noch nicht alles verkauft. Ich werde auf 100 Gold sitzen bleiben, das weiß ich jetzt schon. Ich habe eben gerade geguckt. 17.300 hatte ich und auf 17.200 werde ich kommen, wenn ich das verkaufe. Werde jetzt das erste Mal auf Risiko spielen, beziehungsweise, ja, nicht auf Risiko spielen. Ich werde was Neues ausprobieren, was ich eigentlich recht lange gemacht habe, recht viel gemacht habe in der letzten Zeit mit meinem anderen Char, um es zu testen und es sich eigentlich ganz gut rentiert hat und ich das jetzt das erste Mal auf den Char nehmen werde. Und zwar ist es Kochen. Rein aus dem Aha, rein durchs Aha und ich gehe einfach mal auf meine Liste, die ich jetzt auch schon so weit eigentlich fertig habe. Das ist alles, was ihr eingeben müsst. Je nachdem, wie gesagt, wie teuer das Layblut bei euch ist. Ich werde nochmal einen Spot machen, wo ihr das auch farmen könnt. Wie gesagt, innerhalb von 10 Minuten kriegt ihr so viel zusammen, dass ihr im Schnitt für 2000 Gold Layblut habt. Auch wenn das, wie gesagt, nur für 3 Gold das Stück drin ist. Also, wie gesagt, Layblut braucht ihr und ihr müsst nach Barracuda suchen. Ich suche einfach nur nach Barracuda und zwar aus dem Grund, weil ich dann gleich sehen kann, wie teuer der, also wie gesagt, wie der Barracuda ist. Ich brauche 5 Barracuda für eine Herstellung und wie teuer halt das Teil ist, was ich bekomme, beziehungsweise ich bekomme 10 aus einer Herstellung 10 Stück raus. Gut, ich brauche 5 Barracuda und ich brauche 5 Layblut, so gesehen. Ich bekomme 10 raus. Ich will es auch noch eben kurz sagen, wenn man es rein durchs Aha macht, ist es wenig, was man daran wirklich an Bonus macht oder an Gewinn macht. Allerdings, wenn ihr wirklich das Layblut farmen geht, und ich werde euch das verlinken, wie ihr das Layblut farmt und wie es super, 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 super schnell geht. Also 3000, 4000 Layblut innerhalb einer Stunde, kein Problem. Kein Problem. So viel reicht für euch fürs nächste Jahr. Ganz ehrlich. Auf jeden Fall, wie gesagt, und ich werde jetzt ein paar Barracuda kaufen, ich werde jetzt ein paar Layblut kaufen und ich werde die jetzt herstellen und werde sie reinstellen, weil ich weiß, sie gehen immer wieder hoch, sie gehen runter jetzt wieder am Wochenende. Klar, tausende Leute stellen es rein, es sind übertrieben viele verfügbar, so gesehen, wie man es auch sieht. Und ganz viele stellen es rein, aber in den nächsten ein, zwei Tagen wird es wieder hochgehen auf 26 Gold für ein Barfoot und das soll für mich, ja, soll mir recht sein. Wie gesagt, da steht 3 Meisterschaft, das sind 300, aber gut. So, dann gehen wir mal auf die Barracuda und ich werde mir da, ich habe Glück, gerade wie ich sehe. Ich dachte, das wäre nur ein Stack A20, aber es sind 10 A20. Ach, ich werde da, glaube ich, mal ein bisschen zu lang. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Layblut. Weil ich kann mit dem Level 1 Char definitiv nicht da farmen gehen. Ich wäre jedes Mal One-Shot, bevor ich überhaupt gepult hätte. So, ich habe jetzt nochmal ein paar Gold ausgegeben und nochmal ein paar mehr gekauft. Ich werde jetzt nochmal verarbeiten, rüberschicken, wieder zurückschicken, ins Auktionshaus stellen. Und mir, ich würde mal vermuten, heute oder morgen eher, wahrscheinlich eher Montag, ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher Montagmorgen mir meine komplette Ladung abholen und mit ein bisschen guten Gewinn rausgehen. Ist zwar nicht wirklich viel, aber ich hoffe mal wirklich, dass ich meine, ja, dass ich auf jeden Fall einen guten Gewinn dran mache. Es wird, wie gesagt, Montag wird es nochmal hochgehen. Ich werde bis dahin wahrscheinlich nicht alles verkaufen. Es wird echt viel sein. Aber schicken wir es erstmal rüber. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, den ganzen Kram verarbeitet. Wie man sieht, es war mehr als es dann doch aussah. Ich glaube, ich kriege das gar nicht alles so in meine Tasche rein. Ich glaube, ich muss da ein paar Mal hin und her laufen. Dafür habe ich leider nicht genug Platz. Ist ja auch egal. Ich habe junge Beine.
Nicht wirklich, aber ich habe junge Beine. Stelle ich auch in 10er Stacks rein. Wobei, ich stelle auch ein paar 20er Stacks rein. Ach, mach sie alle rein da. Rein damit. Wir haben doch keinen Platz und wir haben noch so viel davon. Also das war wirklich viel, was ich herstellen konnte und das ist ein Haufen Geld, was ich kriegen werde. Also sag ich mal, diese 4000, 4500, die ich ausgegeben habe, die hole ich wieder raus. Definitiv. Wie man es vielleicht auch schon gleich sehen kann. Ich werde es gleich noch zeigen. Oh, ich glaube, ich stelle einfach nochmal die Reihen, die ich habe, auch als 20er. Also das ist echt viel. Das ist echt viel Kohle, die ich da rausholen werde aus diesem bisschen, was ich ausgegeben habe. Klar, ich habe eine ganze Ecke ausgegeben, auch vorher schon. Jetzt wurde das auch verkauft. Das heißt, ich kriege jetzt auch gleich wieder 1300 erstmal rein. Das heißt, jetzt habe ich erstmal das alles verkauft vom letzten Mal. Und was ich jetzt alles drin habe, ich habe eben gerade noch das Traumlab reingetan, weil es hat mich einfach genervt. Ich habe dafür keinen Platz gerade. Ich könnte mir ja irgendwann mal eine Tasche kaufen, so eine ganz billige für nichts. Aber das ist echt viel. Das ist wirklich viel. 8000 allein nur durch die 20er Stacks, die ich dazu kriege. Und nochmal, was waren das? 3400 durch die 10er Stacks. Cool. So, ich glaube, ich werde mir jetzt eine Tasche kaufen. Einfach, weil ich da ein bisschen Gewinn dran machen werde und ich nicht nochmal das haben möchte, dass ich da hänge und hin und her laufen muss, auch wenn ich, nee, dafür habe ich kein Gold. Irgendwas ganz Billiges, ich habe nur, genau, sowas. Sowas ist super. Gibt es das noch billiger, bitte? Nicht? Alles klar, nehme ich. Das ist mega, das mehr brauche ich nicht. Das ist ausreichend, dann kommt erstmal das Ding weg. Wobei ich den eigentlich auch löschen könnte, aber man weiß ja nie. Irgendwann kommt dann der Moment, dass ich... vielleicht brauche ich noch eine zweite Tasche. Ich hole mir noch eine zweite Tasche. Und ich danke fürs Reinschauen, Leute. Lasst mir einen Kommentar da und wir sehen uns. Ciao.